12.39 Uhr. Bis bald. Damit soll es das vom Skispringen der Damen gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse. Für die Frauen war es das jetzt erst einmal, es geht in die Weihnachtspause. Nächste Weltcup-Station ist im Januar Sapporo. Wir sind dann wieder live dabei. Bis dahin, 12.37 Uhr. Die übrigen deutschen Platzierungen aus deutscher Sicht zeigte sich Juliane Seifert zumindest im ersten Sprung im Vergleich zu gestern verbessert, vermochte das allerdings im Finaldurchgang bei kürzerem Anlauf aber guten Bedingungen nicht zu bestätigen. Am Ende reihte sich die 28-Jährige als Elfte ein. Anna Rupprecht wurde 14. und Karina Vogt fiel auf Platz 15 zurück. Ramona Straub ging als 21. in die Wertung ein, 12.35 Uhr das ÖSV-Abschneiden hinter Iraschko. Stolz wurde Eva Pinkel nicht zweitbeste Österreicherin, verpasste die Top 10 als 12. aber um etwa 2 Punkte. Die übrigen ÖSV-AthletInnen Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Hölzel wurden letztlich 17. und 22. Lisa Eder staubte als letzte im Klassement des zweiten Durchgangs einen Weltcup-Punkt ab. 12.32 Uhr Einfluss des Windes. Die letztgenannte Japanerin hatte wie immer Klinek 4. und Daniela Iraschko Stolz 5. Pech mit den Umständen. Unmittelbar nach dem weiten Flug von Lidija Jakovleva, 6. auf 91,5 Meter wurde der Anlauf verkürzt. Dann drehte auch noch der Wind, was den drei Damen alle Chancen verbaute. 12.27 Uhr Sieg für Althaus, am Ende wurde es dann doch wieder deutlich, sogar noch klarer als gestern. Mit gut 14 Punkten Vorsprung distanziert Katharina Althaus die Konkurrenz und sprang zu ihrem dritten Saisonsieg, dem 7. Weltcup-Erfolg insgesamt. Herzlichen Glückwunsch! Damit baute die 22-Jährige ihre Führung im Weltcup aus und wird auch weiterhin das gelbe Leibchen tragen. Neben der Deutschen stehen heute Maren Lundby und Sarah Takanashi auf dem Podium. 12.23 Uhr Katharina Althaus. Ja, nun ist es an Katharina Althaus, den Wettkampf zu beenden. Die Frau in Gelb erwischt ganz ähnliche Bedingungen wie Lundby. Nur segelt die Deutsche noch genau 5 Meter weiter. Hinzu kommen die mit Abstand besten Haltungsnoten. Das ist der Sieg für Althaus, 12.23 Uhr Maren und BNOR. Plötzlich scheint der verkürzte Anlauf doch die richtige Entscheidung zu sein, denn der Wind dreht wieder und unterstützt Maren und die Nachkräften. Die Norwegerin nutzt das für einen Flug auf 83,5 Meter und übernimmt die Führung. 12.22 Uhr Daniela Iraschko Stolz, AUT, drei Damen verbleiben. Die Anlaufverkürzung erweist sich zunehmend als Fluch. Auch Daniela Iraschko Stolz kommt nicht ins Fliegen, setzt bei nahezu Windstille bereits nach 80 Metern auf. 2/10 fehlen zur Spitze. Und damit ist die Österreicherin nur Dritte, so eng geht es dazu. 12.21 Uhr Ema Klinek, SLO. Genauso gestalten sich die Bedingungen anschließend auch für Ema Klinek, die zudem lange oben warten muss. So reicht es für die Slowenen letztlich nur für 79 Meter, was dennoch Rang 2 bedeutet. 12.19 Uhr Sarah Takanashi, JPN. Dann dreht der Wind. Bei Sarah Takanashi bläst er von hinten. Da sind die klar schlechtesten Verhältnisse des zweiten Durchgangs. Dennoch schafft es die Japanerin immerhin auf 80 Meter. Mit Hilfe der zahlreichen Zusatzpunkte spült es sie an die Spitze. 12.18 Uhr Anna Ordine Strom NOR. Dann schläft der Wind noch weiter ein. Anna Ordine Strom muss mit dem kürzeren Anlauf klarkommen, erlangt schon bei 79 Metern Schneekontakt und fällt zurück. 12.17 Uhr Juliane Seifert. Ger umgehend reagiert die Jury und verkürzt den Anlauf. Ab sofort wird von Gate 10 abgefahren. Juliane Seifert genießt ebenfalls noch sehr guten Aufwind, aber nicht so viel wie die Russen.
Deutsche landet bei 81,5 Meter und reiht sich als Fünfte ein. 12.16 Uhr Lidija Jakovleva RUS den mit großem Abstand besten Aufwind erwischt Lidija Jakovleva. Die Russin nutzt das erwischt den Sprung richtig gut und segelt auf 91,5 Meter. Natürlich gibt das Abzüge, wegen der Bedingungen und wegen der Landung. Dennoch ist das die klare Führung, 12.15 Uhr Eva Pinkelnich AUT ein wenig weiter schafft es Eva Pinkelnich, für die der Wind aber auch etwas günstiger steht. 82 Meter bedeuten Platz 4, 12.14 Uhr Carina Vogt, der 10 Damen stehen noch oben. Carina Vogt erwischt mit die schlechtesten Bedingungen des zweiten Durchgangs. Windunterstützung gibt es beinahe gar nicht. Das zieht die Weltmeisterin beim 79,5 Metern zu Boden, 12.12 Uhr Nika Krishna SLO. Lange Bestand hat die Führung nicht, denn da segelt Nika Krishna den Berg hinunter, auf exakt diese Weite. Mit viel besseren Haltungsnoten und weniger Abzügen aus der Windkompensation bedeutet das Platz 1 für die Slowenin. 12.11 Uhr Sofia Tikhonova RUS auf 86 Meter segelt Sofia Tikhonova, womit sich die Russin an die Spitze setzt. 12.10 Uhr Anna Rupprecht auch Anna Rupprecht büßt anschließend etwas ein, bei allerdings deutlich weniger Aufwind. Mit den 83 Metern ist die Deutsche nicht zufrieden. Immerhin reiht sie sich als Dritte ein, 12.09 Uhr Silje Opset NOR einen technisch sehr sauberen Sprung zeigt Silje Opset. Der aber geht nicht weit genug. Die Norwegerin kommt nur auf 79,5 Meter und fällt zurück, 12.08 Uhr Lara Malcina ITA, Lara Malcina tut das in der Tat. Bei sehr guten Bedingungen fliegt die Italienerin auf 85,5 Meter. Die etwas schwächeren Haltungsnoten und mehr Abzüge aus der Windkompensation bedeuten letztlich Rang 2, 12.07 Uhr Sabogatai SLO. Um 5 Meter steigert sich Ursa Bogatai, zeigt mit 85 größer als Metern den weitesten Satz des zweiten Durchgangs. Natürlich ist das für den Moment die klare Führung. Das müssen die folgenden Sportlerinnen erst einmal schaffen, 12.06 Uhr Jacqueline Seifriedsberger, AUT, alle AthletInnen genießen in diesem Finaldurchgang bislang Aufwind. Das gilt auch für Jacqueline Seifriedsberger, die das für einen Sprung auf 81 Meter nutzt. Die leichte Verbesserung bringt ihr Rang 2, 12.04 Uhr Spiller Rogeli SLO ein wenig, hat die Jury jetzt Mühe mit dem Wind, der sich immer häufiger außerhalb des gewünschten Korridors befindet. Daher muss nun auch Spiller Rogeli noch einmal den Rückwärtsgang einlegen. Die Slowenien jedoch behält die Nerven. Als sie dann losgelassen wird, segelt sie auf 82 Meter und setzt sich an die Spitze, 12.03 Uhr Daniela Vasilika Haralambi. Im Vergleich zum ersten Durchgang steigert sich Daniela Vasilika Haralambi um einen halben Meter. Yuki Ito erwischt die Rumänen damit nicht, reiht sich als Zweite direkt hinter der Japanerin ein, 12.01 Uhr Yuki Ito, JPN, weiter geht es mit Yuki Ito. Auch die Japaner muss sich gedulden. Zu viel Aufwind mag die Jury ihr nicht gewähren. Denn bewegen sich die Bedingungen im vorgesehenen Korridor und ab geht's. Bei deutlich abgeflautem Wind schafft es ITO auf 81 Meter, verbessert sich und setzt sich an die Spitze, 12 Uhr Chiara Hülzel AUT, auch Chiara Hülzel versucht sich vergeblich, die 80 Meter zu knacken. Angesichts von Rang 2 macht die Österreicherin gute Miene, wirklich zufrieden aber schaut die 21-Jährige nicht aus. 11.58 Uhr Lucille Morat FRA, der Aufwind nimmt stetig zu und weht nun zu stark. Lucille Morat muss noch einmal runter vom Balken. Im zweiten Versuch darf die Französin los. Noch immer sind das gute Verhältnisse. Es kommen allerdings nur 77,5 Meter dabei heraus, was für Ernüchterung bei der Sportlerin und den Zuschauern sorgt. 11.57 Uhr Nozomi Maruyama, JPN, noch einmal mehr Aufwind bläst nun unter die Ski von Nozomi Maruyama.
Die Japaner schafft es dennoch gerade auf 80 Meter, womit sich Ramona Straub nicht gefährden kann. 11.56 Uhr Ramona Straub gärt, dafür erwischt Ramona Straub jetzt einen besseren Sprung. Die Deutsche nutzt den günstigen Wind, springt auf 82,5 Metern und zeigt sich anschließend zufrieden. 11.55 Uhr Yuka Seto, JPN, mit dem bislang besten Aufwind im zweiten Durchgang schafft es Yuka Seto auf 77,5 Meter, was angesichts der Bedingungen nicht genug ist. 11.54 Uhr Lisa Eder AUT, gar nicht zum Fliegen kommt anschließend Lisa Eder. Die Österreicherin verpatzt den Absprung völlig, quält sich auf 69 Meter und übernimmt die rote Laterne. 11.53 Uhr Kaori Iwabuchi, JPN, die 80 Meter stellen für den Moment eine unüberwindbare Hürde dar, auch für Kaori Iwabuchi. Die Japanerin muss mit 77 Metern zufrieden sein, was für die Spitze nicht reicht. 11.53 Uhr Maya Vtins CSLO. Maya Vtic schaffte es lediglich auf 75,5 Meter und muss sich ganz hinten anstellen. 11.52 Uhr Xue Yaoli CHN. Für Xue Yaoli geht es noch 2 Meter weiter, was ihr trotz etwas schlechterer Haltung die Führung beschert. 11.49 Uhr Alexandra Kustova RUS. Nun ist die kurze Pause bereits beendet. Der zweite Wertungsdurchgang beginnt mit Alexandra Kustova. Abwärts geht es weiterhin von Gate 11. Diesen Anlauf und geringfügigen Aufwind nutzt die Russin zu 77 Metern, verbessert sich damit ein wenig. 11.48 Uhr das übrige Klassement. Aus deutscher Sicht sehen wir auch Anna Rupprecht 13. und Ramona Straub 24. wieder. Für Österreich dürfen Jacqueline Seyfriedsberger 17. Chiara Hölzels 21. und Lisa Eder 26. noch einmal ran. Marita Kramer verpasste den Sprung in den Finaldurchgang. 11.46 Uhr Ringen ums Stockerl. Ganz dick im Geschäft ist auch Daniela Iraschko stolz. Als Dritte liegt die Österreicherin gut 3 Punkte, also 1,5 Meter hinter der Spitze. Aufatmen wird Juliane Seifert, die mit ihrem ersten guten Sprung auf dieser Schanze als Siebte absolut noch Podiumschancen besitzt. Unter den Top 10 bewegen sich auch deren deutsche Landsfrau Karina Vogt 10. und die ÖSV-Springerin Eva Pinkelnich 9. 11.42 Uhr Zwischenfazit nach dem ersten Durchgang. Nach dem ersten Durchgang also liegt die Favoritin wieder vorn. Doch der Vorsprung von Katharina Althaus gestaltet sich heute nicht so groß. Auf Maren und Bi sind das lediglich etwas mehr als 2 Punkte, was umgerechnet auf weiter einen Meter bedeutet. Auch die weiteren Abstände sind knapp. Es handelt sich jeweils um etwa einen Zähler, mal geringfügig mehr, mal etwas weniger. Für den zweiten Sprunglauf erwarten wir Höchstspannung. 11.39 Uhr Katharina Althaus-Gär und nur noch eine Dame sitzt oben. Katharina Althaus ist bereit, begibt sich talwärts. Es herrscht nahezu Windstille. Die Weltcup-Führende erreicht 85 Meter. Auch ihre Noten sind hervorragend. In der Summe bedeutet das die Führung. 11.37 Uhr Lidija Jakovleva RUS. Damit vermag Lidija Jakovleva nicht mitzuhalten. Die Russin springt 2 Meter kürzer, was Rang 7 bedeutet. 11.36 Uhr Maren und BNOR mit ganz leichtem Aufwind schafft es anschließend Maren und B auf 85,5 Meter und schiebt sich dank der höchsten Haltungsnoten an die Spitze. 11.35 Uhr Juliane Seifert gärt, dann geht bei Juliane Seifert der Knopf auf. Endlich klappt es bei der Deutschen hier in Premenon. 84 Meter stellen sie wie auch Bundestrainer Andreas Bauer zufrieden. 11.34 Uhr Sarah Takanashi JPN. Exakt dort erlangt auch Sarah Takanashi Schneekontakt. Damit reiht sich die Japanerin direkt hinter Klinek ein. 11.32 Uhr Emma Klinek SLO. Danach zeigt uns Emma Klinek, dass auf der Schanze derzeit mehr möglich ist.
Die Slowenin bestätigt ihre gute Verfassung des Wochenendes mit einem Satz auf 83 Meter, Platz 2, 11:31. Ramona Straub, gär, nicht annähernd so gut, kommt Ramona Straub zurecht. Die DSV-Kollegin schafft es lediglich auf 76 Meter, was sie weit zurückwirft. Immerhin reicht es für den zweiten Durchgang, 11:30. Carina Vogt, gär, jetzt blicken wir auf die Weltmeisterin. Carina Vogt begibt sich in die Spur. Bei nahezu Windstille springt die Deutsche auf 83 Meter und belegt damit den vierten Rang, 11:29. Mika Krishna SLO, stabil gelangen die Athletinnen jetzt über die 80 Meter. Das gilt auch für Mika Krishna, die sich als Vierte einsortiert. 11:28 Eva Pinkelnich AUT, Landsfrau Eva Pinkelnich zeigte bereits in der Qualifikation auf. Und jetzt schafft es die 30-Jährige auf 83 Meter, 11:27 Daniela Iraschko-Stolz, AUT, nun ist Daniela Iraschko-Stolz an der Reihe. Die Österreicherin nutzt den leichten Aufwind zum bisher weitesten Sprung der Konkurrenz. 86 Meter bescheren der 35-Jährigen die Spitzenposition, 11:26 Ursa Bogartay SLO. Ursa Bogartay schafft es bei guten Bedingungen über 80 Meter. Die Windkompensation aber kostet sie Punkte, weshalb lediglich Platz 7 herausspringt, 11:25 Yuki Ito JPN. Damit vermag Yuki Ito nicht mitzuhalten, auch wenn es die Japanerin auf immerhin 79 Meter schafft. Damit aber verschwindet sie im Mittelfeld des Klassements, 11:24 Anna Ordine Strom, Nordan hebt Anna Ordine Strom ab. Die Norwegerin überfliegt sie alle, landet elegant bei 84 Metern. Das ist der technisch bislang sauberste Sprung, der mit der verdienten Führung belohnt wird, 11:22 Sofia Tikhonova RUS, deren Landsfrau macht das erheblich besser. Sofia Tikhonova setzt als vierte Dame bei genau 80 Metern auf und springt damit an die Spitze, 11:22 Alexandra Kustova RUS. Alexandra Kustova schafft es nur auf 74,5 Meter, was die Russin im Auslauf mit einem Achselzucken quittiert, 11:21 Silje Opset NOR, dann aber ist es um die Deutsche geschehen. Silje Opset segelt trotz Rückenwind auf 79,5 Meter. Dazu kommt eine gute Haltung, was der Norwegerin die Führung beschert, 11:20 Lara Malzina ITA, die dritte Frau mit genau 80 Metern ist ab sofort Lara Malzina. Die Italienerin sortiert sich damit als zweite ein. Noch immer liegt Anna Rupprecht vorn, 11:19 Chiara Hölzel, AUT. Exakt auf diesem Punkt landet auch Chiara Hölzel, allerdings mit leichtem Rückenwind, weshalb sie im Klassement vor der Französin geführt wird, 11:18 Lucille Morat FRA, deren Landsfrau Lucille Morat macht es etwas besser. Die 17-Jährige erhält bei 77 Metern Schneekontakt und reiht sich als Fünfte ein, 11:17 Lea Lemaire FRA. Die Anfeuerung der wenigen Zuschauer wird nun Lea Lemaire zuteil. Viel hilft das nicht. Die Französin zieht es bei 71 Metern zu Boden, 11:16 Jacqueline Seyfriedsberger AUT. Einen ganz leichten Hauch von vorn verspürt Jacqueline Seyfriedsberger. Das trägt die Österreicherin auf 80 Meter und Platz 2, 11:15 Kaori Iwabuchi, JPN. Von vorn bekommt nun Kaori Iwabuchi Luft. Damit müssten eigentlich mehr als 76,5 Meter drin sein. Die Japanerin zeigt sich entsprechend auch nicht zufrieden, 11:15 Yuka Seto, JPN. Dann dreht der Wind wieder und beschert Yuka Seto 77 Meter, 11:14 Spela Rogeli SLO. Aufwinde bekommt Spela Rogeli unter die Ski. Das trägt die Slowenin auf die bisherige Bestweite von 80 Metern. Allerdings kostet das auch einige Punkte an Windkompensation, weshalb es lediglich für Rang 2 reicht, 11:13 Anna Rupprecht gär. Dann bestätigt Anna Rupprecht so ihren Qualisprung, erreicht wieder 78 Meter.
Gute Haltungsnoten und Windkompensation kommen hinzu, was die Führung bedeutet. 11:12 Maya VTIC CSLO. Mit den bislang schlechtesten Bedingungen muss Maya VTIC klarkommen. Die Slowenien schafft es daher auch nur auf 72,5 Meter, 11:11 Nozomi Marujama, JPN, so langsam also dürfen die Leistungen die Bezeichnung Weite erhalten. Es geht voran, auch für Nozomi Marujama. Die Japanerin setzt bei 75 Metern auf Platz 2, 11:10 Daniela Vasilika Haralambi, Ruh, auch jetzt ist das nur eine Momentaufnahme, dann schafft es Daniela Vasilika Haralambi auf 79 Meter, mit noch besserer Haltung, 11:09 Lisa Eder AUT, doch lange Freunde hat die Asiaten nicht daran, denn umgehend setzt Lisa Eder einen drauf. 76 Meter und die bislang besten Haltungsnoten spülen die Österreicherin an die Spitze, 11:08 Xue Yaoli, CHN, Xue Yaoli schafft es gar auf 76 Meter, womit sich die Chinesin an die Spitze setzt, 11:07 Oceane Avocat Cross FRA, einen halben Meter kürzer springt Oceane Avocat Cross, 11:07 Josephine Panier FRA, bei Josephine Panier schaut das deutlich besser aus. 74,5 Meter bedeuten den bislang weitesten Sprung und zugleich die Führung, 11:06 Nita Englund USA, noch mag der Wettkampf nicht so recht zünden. Nita Englund setzt bei 66 Metern auf und bildet ab sofort das Schlusslicht im Klassement, 11:05 Karolina Indrekova, CZE, nicht viel weiter schafft es Karolina Indrekova. Die Tschechin muss aber mit den bislang schlechtesten Bedingungen klarkommen. Die Punkte aus der Windkompensation helfen aber auch nur bedingt weiter. 11:04 Abigail Strateken, eine Hüpfer auf 68 Meter, zeigt uns die Kanadierin Abigail Strate. 11:03 Alexandra Barantseva RUS, für Russland bewegt sich nun Alexandra Barantseva talwärts. Die 16-Jährige erwischt den bislang stärksten Rückenwind, schafft es dennoch auf 72,5 Meter und geht in Führung, 11:02 Haruka Iwasa, JPN, es folgt Haruka Iwasa. Die Japanerin legt eine Punktlandung auf die exakt gleiche Weite hin, bei allerdings geringfügig besseren Bedingungen, was ihr den zweiten Platz beschert. 11:00 Marita Kramer, AUT, als erste Sportlerin nimmt Marita Kramer auf dem Balken Platz. Dieser ist bei Gate 11 positioniert. Und ab geht's! Die Österreicherin begibt sich die Spur und zeigt uns zum Auftakt einen Sprung auf 70 Meter, 10:58 Bedingungen trüb und bewölkt schaut es über Premenon aus. Die Temperaturen bewegen sich knapp über dem Gefrierpunkt. Der Winter hat auch hier auf über 1000 Metern Höhe Einzug gehalten. Der Wind weht leicht, allerdings nicht ganz gleichmäßig. In jedem Fall aber sollten wir den Wettkampf ohne größere Probleme durchbekommen. 10:49 sechs Österreicherinnen einen guten Qualisprung erwischte Eva Pinkel nicht. Natürlich blicken die Österreicher darüber hinaus immer auf Daniela Iraschko stolz. Zudem erwarten wir Marita Kramer, die den Wettkampf eröffnen wird, Lisa Eder, Jacqueline Seifriedsberger und Chiara Hölzel. Damit haben alle ÖSV-AthletInnen den Sprung ins 40-köpfige Starterfeld geschafft. Eine Schweizerin hatte sich darum erst gar nicht bemüht. 10:44 deutsches Quintett neben Katharina Althaus, die in der gerade ausgetragenen Qualifikation erneut dominierte, stehen vier weitere deutsche Damen bereit. Gespannt sind wir auf Juliane Seifert, eine der Siegerinnen von Lillehammer. Doch die Thüringerin kam bislang auf dieser Anlage nicht so gut zurecht, was sich eben in der Quali wieder bestätigte. Auch Carina Vogt und Ramona Straub hielten sich bedeckt. Ganz gut klar kam vorhin Anna Rupprecht. Pauline Hessler dagegen verpasste den Sprung in den ersten Wertungsdurchgang ganz knapp. 10:36 Favoritenkreis. Auch heute gehört Althaus damit wieder zu den Favoritinnen. Konkurrenz um Sarah Takanashi wird sich allerdings strecken müssen, um der Deutschen das Wasser zu reichen.
Doch es geht natürlich überdies um die weiteren Plätze auf dem Podium, für die neben der Japanerin in erster Linie die Russin Lidija Jakovleva, die Norwegerin Maren Lundby und die Slowenin Ima Klinek in Frage kommen. 10.31 Uhr Althaus siegt mit Schanzenrekord auf der größten Schanze in Bremen und stellte Katharina Althaus bei ihrem gestrigen Sieg im zweiten Durchgang einen neuen Schanzenrekord auf. 94,5 Meter weit ist auf dieser Anlage noch nicht einmal ein Mann geflogen. Die Oberstdorferin gewann den Wettbewerb damit souverän, feierte ihren zweiten Saisonsieg und verteidigte die Weltcupführung. 10.25 Uhr lädt TUFES erstmals überhaupt finden in Bremenon, unweit der Schweizer Grenze, Weltcup-Wettkämpfe statt. Bislang diente die Anlage TUFES eher dem Nachwuchs oder zu Trainingszwecken. Doch nach einer Modernisierung sind nun die Bedingungen für höhere Ansprüche gegeben. Die Normalschanze mit einem Hillsize bei 90 und einem K-Punkt bei 81 Metern stellt heute wieder die Bühne für die Skispringerinnen dar. 10.11 Uhr willkommen, herzlich willkommen zum Skispringen der Damen. Nach dem Saisonauftakt in Lillehammer und dem Ausfall von Titisee Neustadt dürfen die Frauen an diesem Wochenende im französischen Prémenon über den Backen gehen. Am heutigen Sonntag steht ein zweites Einzelspringen auf dem Programm, welches um 11 Uhr beginnen soll.